Der Geschmack ist mit das Leckerste, was ich je an Whey getrunken habe. Löslichkeit ist auch super. Das beste Protein, das ich bis dato hatte. Immer dünnflüssig und der Geschmack ist top. Nicht so süß wie andere Produkte. Jetzt mach mal Intro. Extra für Markus nochmal. Also der Herr Lanz sitzt in der Mitte. Genau. Willkommen. 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 Eure Meinung zu Johannes Eliefdriadis, okay, guter Junge gewesen. Ja, was macht denn überhaupt der Johannes? Ich verfolge den jetzt neuerdings, weil der postet immer ein bisschen was. Ja, der macht denselben Scheiß wie wir, so glaube ich. Ja. Ja, macht ein bisschen, also sieht noch gut aus. Sieht er gut aus? Der Typ, der hat schlank, Schwung, aber der hat Schwung in den Beinen. Ja. Der hat Beine, da werden wir neidisch, Alter. Wahnsinn. Wirklich, ohne Scheiß. Ja. Das finde ich übrigens eine Frechheit von Johannes, dass er seine Beine hat noch. Ja, Grüße. Ich habe ewig vom Johannes nichts gehört, gesehen. Ne? So, eine Frage, die wir eigentlich... Wann ist der Johannes deutscher Meister geworden? Weißt du das? Da fragst du mich was. Das war vor mir, oder? Weltmeister, ein Jahr vor mir ist er geworden. Wann? 97 ist er Weltmeister geworden. Wahnsinn, ne? Naja. Wie alt ist der jetzt? Der älter? 98. 98 ist er Weltmeister. Ich weiß es nicht mehr. Ja, der ist auch so paar 50, hat so einen ganz langen grauen Bart. Ach ja. Ja, CC Top-mäßig so. Ja. Und ja, postet so ganz normalen Scheiße. Also ich muss mal gucken nachher. Das der ist auf alle Fälle kein Unsympath, der ja. Ne? Ja, hat auch eine nette Frau, wie es aussieht, mit der postet da zusammen ab und super. Zu. Wie am besten asymmetrisch ausgleichen? Also wenn man eine Disbalance in der Muskulatur hat. Also erstmal gibt es immer eine Disbalance. Es gibt keine hundertprozentig gleichen Körperhälften. Es gibt kein gleiches Gesicht, es gibt keine gleichen Muskeln. Es wird immer stark und schwach, aber das ist ganz klar. Wie kann man es ausgleichen, wenn es extrem unterschiedlich ist vom Kraftniveau? Natürlich kann man sagen, man macht natürlich rechts, links unterschiedliches Training. Nicht mit unterschiedlichen Gewichten, aber vielleicht sagen, die schwache Partie als erstes und dann die stärkere Partie als zweites. Ich würde nicht mit unterschiedlichen Gewichten arbeiten, ich würde auch versuchen, über die Wiederholung das langsam hinzubekommen. Oftmals ist aber, glaube ich, gar nicht, dass die Disbalance von der Muskulatur ist, sondern vom Gefühl her. Dass man denkt, man kann die linke Seite nicht so ansteuern wie die rechte, wenn man Rechtshänder ist oder andersrum. Mal ganz ehrlich, ich habe das noch nie hinbekommen. Ja, klar. Ich habe das noch nie hinbekommen, bei jemandem auszugleichen. Ich habe immer hab ganz viele Athleten im Coaching, ja, die diese Disbilanz haben. Ja. Aber es ist mir noch nie wirklich gelungen, das irgendwie wieder auszugleichen. Weißt du, was ich aber ganz oft die sehe? Haben ja auch nie unterschiedlich was trainiert. Fehlstellung. Ja, siehst du das auch oft? Fehlstellung, wenn sich Leute ausziehen? Ja, und Fehlstellung. Alter, die sind krumm und schief, wo ich sage... jeden zum Chiropraktiker, ja, ja, eben. Athleten. Ja. Sag ich, stell dich mal hin. Ja. Okay, geh mal, lass mal Becken gerade stellen. Genau. Und da fängt es an. Hüfte, Becken, genau. Halswirbelsäule rein, links, rechts, ne, Brust, Halswirbel, ganz wichtig. Und dann kann man mal über Disbalancen reden, weil oftmals ist es gar keine, sondern die Leute habe ich aber nur krumm und schief trainiert. Und ja, meine, das wäre ja. Sich nie drum kümmern, da verwechselt sich das dann schon so ein, ja, bisschen, glaube ich. Ja. So, hier, der Name ist hier gerade schon mal gefallen. Wie bewertet ihr Emirs Leistung in Polen? Hat er zukünftig internationale Chancen? Ja, er hat ja gesagt, das ist ein Talent. Und jetzt muss er sein Talent halt beweisen. Ja, ne? Das ist ganz einfach Sache. So ist es mit Talente halt. Mehr so lange Talent, bis man kein Talent mehr ist. Was und halt für ihn spricht, er ist halt super jung. Eben, ja, ja, und deswegen Talent. Es gibt, guck mal, gerade vom Fußball, es gibt so viele tolle Talente. Aber die sind ewig ein Talent geblieben. Und auf einmal sind sie 28 gewesen. Und auf einmal waren es einfach nur... Na, er bemüht sich ja, er geht auf Wettkämpfe, wie gesagt. Alle hopp, ja. Ist in Portugal jetzt kommende eben. Woche oder in zwei Wochen, wann ja. Das ist. Ich selber habe ja mit ihm schon trainiert, also ein Trainingsvideo gedreht. Ich weiß, dass er ein Talent ist. Die Gefahr ist bei so einem jungen Athleten halt, dass viele Meinungen jetzt auf ihn einprasseln, mhm, und dass man dann nicht auf die falschen Leute hört, sondern wirklich seinen Weg geht. So den Grundgedanken, den er hat, der deckelt sich schon ziemlich so mit unserer Geschichte, die wir so im Kopf hatten. Ne? Dieses Bedingungslose. Und so. Man muss jetzt aufpassen, dass man ihn vom Kopf her nicht verbrennt, weil, mhm, körperlich, glaube ich, hat er Zukunft. Also, mhm, wenn er da jetzt noch ein bisschen Fleisch ranpackt an die Geschichte, gerade die Beine, das habe ich ihm ja auch gesagt schon mehrmals, dass er ein bisschen Volumen in die Beine bringen soll, dann der Rücken zum Beispiel, die Qualität vom Rücken, hat mir sehr, sehr gut gefallen jetzt in Polen. Ne? Diese Muskelqualität, dass da jetzt noch das Fleisch ein bisschen in der Dichte fehlt, aber es ist alles da und es sieht alles gut aus, weil er seine Hausaufgaben macht und sehr fleißig ist. Mhm. Und deswegen denke ich auch, hast du dir damals als junger Athlet, als Talent, so viel Gedanken gemacht? Jetzt mal ohne Scheiß. Wird das heute nicht alles
so extrem verkompliziert und wichtig gemacht? Hast du nicht einfach das gemacht, was dir Freude macht, sondern du hattest Spaß am Training? Was mein Coach gesagt hat. Ja, dann aber die allerwichtigste ist doch, du warst geil aufs Training. Ja. Du hast es geliebt, zu trainieren, schwer zu trainieren, zu schwitzen, zu machen, den Pump, dich kaputt zu machen. Ja. Danach ist es natürlich auch, es war nicht immer lustig, die Mengen zu essen. Ich glaube. Ja, es wird doch alles so verkompliziert heute. Wir haben ja auch Krieg gespielt. Das hat ja nicht mit normalen Training, muss ja ehrlich zugeben. Ja. Das hat nicht mit normalen Training zu tun, was wir gemacht haben. Nein, aber den Krieg musste dich ja. Aber das ist es, weil dann entstehen so eine Typen. Ah, ja. Ich glaube, was vielen jungen Menschen da schwerfällt, ich kenne jetzt den Emir nicht persönlich, ich kann nicht für ihn sprechen, aber das ist dieser ständige Einfluss und Druck von draußen, den du durch dieses Social Media-Kack bekommst, statt einfach deine Leidenschaft machen zu können. Eben, ne? Und da geraten die halt immer ins Kreuzfeuer. Und die sehen top aus, die Jungs. Und irgendein Honk schreibt dann, ja, dem fehlt die Rückendichte oder irgendwie sowas. Mhm. Dabei hat er schon 10-mal mehr Muskeln als... Wie jeder andere Trödel, ja. Und das macht dich dann irgendwann kopfverrückt. Ja, ein Talent hat natürlich auch dementsprechend die Stärke. Also heutzutage der mentalen Stärke. Das und ist früher richtig. Konntest du halt einfach trainieren. Naja, trainiert und hast das gemacht, was dir Spaß macht. Jetzt kommt eine Frage an Markus. Hm? Was hilft gegen X-Beine? Bei Fehlstellung Da fragst du den Bodybuilder mit den größten Opern, der hier auf der Bühne gestanden hat beim Olympia. Ich würde auf jeden Fall mal zum Chiropraktiker gehen, ganz bestimmt. Ich weiß es von meiner kleinen Tochter, die hatte auch leichte X-Stellungsbeine, das haben wir gesehen. Beim Chiropraktiker Hüfte eingerenkt, Knie eingerenkt, Fußgelenke eingerenkt, wurde besser. Ja. Och, krass. Ja, alles. Und das war nicht viel, du brauchst immer so ein kleines Männlein, nicht, ne? Der hat ja ganz vorsichtig gemacht, hat er gut gemacht, ne? Grüße. Aber das sind so Dinge, damit kannst du dich vorbeugen und dann, keine Ahnung, Genetik, hoffen. Platz fies. Hm? Ich stelle die Frage zuerst an mich. An dich? Dann an dich. Steroidfrage, los, auf geht's. Und dann an Matthias. Also, dass ich natural bin, hat vorhin das Pizza-Playing bewiesen. Wie oft hast du an der Night of Champions teilgenommen? 4-mal. Du? Keine Ahnung, warte mal, ich lass mal zählen. 98, 99, 2000, 2002. Nochmal? Oder ja, 2009 New York Pro. 5. Einmal gewonnen, einmal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter und einmal Dritter. Na, ich habe 4-mal teilgenommen. Ja. Und du? Einmal als Zuschauer. Ja. Was waren deine Profi-Wettkämpfe? Dallas? Dallas, Tampa, Finnland habe ich gemacht. Jetzt müsste ich Arnold Classics habe ich gemacht. Gar nicht, oder? Finnland gab es nicht, nee. Doch, Finnland gab es. Nordic Pro, genau. Ja, gab es, ja. Okay. Das gab es zu meiner Zeit schon. Und Night of also Champions habe ich leider nie mitgemacht. Ja. Leider warum? Hat sich irgendwie nicht ergeben. Von der Zeit her oder vom Dings? Weil es war, Heiko Weidmareschke war einer der schönsten Wettkämpfe damals noch. Den Night of Champions. Nee, ärgert mich auch. Ich hätte auch gerne Olympia mitgemacht, aber dafür hätte es nicht gereicht. Ja. Es hat einfach da ins Zeitfenster nicht reingepasst. Nicht. Die Night of Champions war im Beacon Theater damals, ne, wo wir mitgemacht haben. Bei Matthias ist es ja, der hat ja sehr, sehr spät angefangen mit Wettkampfsport. Und ich weiß gar nicht, in welchem Alter bist du Arnold Classics Gewinner geworden? Da war ich schon 39, meine ich. Ja, also wirklich ziemlich spät und danach hat Wahnsinn, er sich dann halt, also wir haben uns ja schon über das Thema oft unterhalten, oder kannst du auch selber sagen, danach hast du ja für dich beschlossen halt, die Sache wieder runterzufahren, den Wettkampfsport, ne? Jein. Ich wollte schon natürlich dann Profi-Wettkämpfe auch machen. Ich habe auch Profi-Wettkämpfe gemacht. Ich habe nur 2 oder 3 Probleme gehabt. Zum einen war ich einfach nicht gut genug. Zum anderen war ich wahrscheinlich auch einfach schon zu alt, mit 40 dann Profi-Wettkämpfe zu machen, bei den Top-Leuten mitzuhalten. Und das dritte war halt dann das Verletzungspech, was gekommen ist. Das Problem ist, wenn du ja im gewissen Alter bist, das wissen wir doch alle, wenn natürlich die Entwicklung nach vorwärts immer weniger. Und wenn du schon dann ein guter Athlet bist, aber dann nochmal 3, 4 Schritte machen müsstest, aber das Alter das nicht mehr zulässt, was willst du machen? Entweder du bleibst auf dem Standard, ja, und versuchst immer wieder mitzumachen und wirst dann halt 3., 6., 9., 11. Oder du sagst, es langt halt nicht mehr. Ich war am Ende, hast du halt einfach gesehen, da fehlt halt dann einfach auch das Potenzial. Man muss auch mal so ehrlich sein und sich eingestehen, dass nicht jeder ein Markus Rühl oder ein Dennis Wolf oder ein Heiko Kalbach oder sonst irgendwas werden kann. Irgendwo sind deinem Körper Grenzen gesetzt. Und wenn du da noch in dem Alter bist, in dem ich war, dann musst du halt irgendwann akzeptieren, da ist auch Ende der Fahnenstange. Und dann hilft es auch nicht, noch mehr Stoff zu nehmen und noch mehr dummes Geschwätz zu machen, sondern muss man einfach erkennen, okay, das gibt es noch mal Leute, die sind einfach besser als du. Ja.
Ja, und dann, ist halt so im Sport. Und wenn ich dann sehe, mit was für Leuten ich auf der Bühne gestanden habe, dann ist es auch keine Schande, gegen die zu verlieren. Ja, wenn dann ein Dexter Jackson, ein Branch Warren, ein Big Ramy und ein Dennis Wolf, ein Brandon Curry und ich habe ja neben denen allen gestanden. Ja. Wenn du dann halt ablust, ja mein Gott, dann warst du halt einfach nicht gut genug. So ist es. So, gibt es Sachen, die Sie und Markus, die Sie, also ich, geil. Sie ist geil. Ja, danke dafür erstmal, ja, ne, für den Respekt. Ja. Gibt es Sachen, die Sie und Markus in der aktiven Zeit komplett anders gestaltet haben? Ja, wenn ich heute manchmal beachte, wie die trainieren, alles. Nee, ob wir beide, glaube ich, ist damit gemeint. Ob wir verschiedene Sachen gemacht haben? Du, ich glaube, so weit weg waren wir nicht voneinander, ja, mit, unser, nee, mit unserem ich, Ton. Ich glaube, du warst noch ein Ticken verrückter im Training wie ich, glaube ich. Also ich war schon krank, weiß ich, aber ich glaube, du warst noch kranker. Ich habe viel Krieg mit mir geführt. Mein Kameramann weiß es, der hat mich jahrelang und er weiß auch, wie ich getickt habe und ich war sehr aggressiv, oft sehr aggressiv. Das weiß nicht nur der Kameramann, das weiß ich, das weiß jeder. Ja, ja. Weil du warst damals eigentlich ein unausstehlicher Typ, ja, der unnahbar war. Ja. Oh ja. Und die kleinste Geste der Zuneigung habe ich als Neuer damals wie so einen Ritterschlag empfunden. Kannst du mir nachvollziehen? Das war jetzt aber gar nicht bös von mir, das war nee, aber das so, ich war das. So in meinem Bahn. Man ist so fokussiert, man ist, alles nervt einen, was nicht auf dem Gleis ist, was dich nach vorne bringt, nervt dich. Ja, ja. Du willst nur noch mit dem Coach quatschen, das war es aber auch schon. Die ganzen Leute, die haben ja keine Ahnung davon, die sind ja auch ganz weit weg von dir. Wer will dir denn irgendwas erzählen? Aber wer will dann auch die Scheiße hören? Ja. Ich verstehe natürlich auch die Leute, die sich komplett distanzieren von dir, weil du nervst. Du hast nur dein scheiß Fressen im Hirn, du hast nur dein scheiß Bodybuilding im Kopf, dir ist immer zu warm, du hast keine Zeit, du hast keine Lust, dir tut alles weh, du hast entweder Hunger oder Blähung. Das ist ein Albtraum, so ein scheiß Bodybuilding-Wichser ist ein Albtraum, ich verstehe das voll und ganz. Und klar ist die Akzeptanz in der Gesellschaft sehr niedrig, weil der Typ nervt. Aber auf der anderen Seite willst du auch mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Nee, man will sich auch nicht aufdrängen. Ne? Ja. Weil, guck mal, heutzutage ist ja so, jeder will ja, der so ein bisschen damit zu tun hat und ein bisschen anders lebt wie die meisten, der will die Aufmerksamkeit erhaschen. Und ja, wir müssen Rücksicht auf mich nehmen. Ich kann hier nicht, ich kann das nicht essen. Ja. Auf die Feier. Das, ne? Ja, wir haben uns zurückgezogen und haben uns Ding gemacht. Ja. Oder sind gar nicht erst hingegangen zu manchen Events, weil wir gar nicht im Fokus stehen wollten. Ja. Oh, der Sonderling ist wieder da. Ich wollte eher unsichtbar sein. Ja, ja, eher unsichtbar. Das ist aber leider nicht gelungen halt, mit dem unsichtbar sein. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, also grundlegend haben wir, glaube ich, nicht so viel Sachen anders gemacht, außer dass Markus bodenständiger gearbeitet hat wie ich. Wir haben es aber auch leichter gehabt, weil das Social Media nicht so war. Das heißt, der Druck von außen war lang nicht so groß. Ja? Wir haben natürlich Druck in dem kleinen Raum gehabt, das heißt dann Trainer, dann Sponsor, vielleicht im Studio mal der eine andere. Aber überleg mal, einer im Studio hat zu dir gesagt, na, bist aber dünn geworden. Hast du dir das zu Herzen genommen? Mir war das scheißegal. Auch wenn sie mich oft gefeiert haben. Ich wollte das ja gar nicht. Weil ich wusste, ich habe immer so zu mir gesagt, wenn die mich oft feiern, das sind alles Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von dem haben, wo ich hin will. Dann scheiß auf die. Dann bist du nett zu denen. Ja, ey, geil. Und er hat immer gesagt, zieh dich doch mal aus. Was habe ich immer gesagt? Nee, will ich nicht. Eher bedeckt. Ich mag das nicht. Ich war eher sehr introvertiert. Eher schüchtern, ne? Schon trainiert, aber ich wollte mich nicht zeigen, weil ich habe das nicht gewollt, dass die Leute auch... Ich bin nie an den Strand gefahren. Nie. Ja, ich weiß. Einmal für euch, dass ich so war. Je massiver und besser ich im Bodybuilding geworden bin, desto mehr habe ich mich zurückgezogen in mein Schneckenhaus. Genau. Die haben ja eh alle die Glotzen. Guck mal, für Autonormalverbraucher bist du ja was Abartiges, was es eigentlich nicht gibt. Ja, aber nichts nicht schön abartig oder bewundernswert, eher eklig und abstoßend. Ja, oder? Aber umso ekliger, umso besser für uns eigentlich, ne? Für unser Ego. Absolut. Ja, das war so damals. Ich meine, für so jemanden wie Markus Rühl, ich meine, wenn der heutzutage noch ins Schwimmbad geht oder an den See, halten den ja alle für eine Hüpfburg. Heute gehe ich aus anderen Gründen nicht mehr ins Schwimmbad, ne? Damals, weil ich mal Ruhe wollte, halt, weil ich scheiße aussehe, ja? Heute würde ich mir manchmal denken, oh, wenn du jetzt so ein bisschen stabil aussehen würdest, dann wäre es ja geil, ne? 140 Kilo da übrigens. Ich war mit der Kleinen im Schwimmbad. Ich habe mich eher geschämt. Mir war das unangenehm. Ohne Scheiß. Mir war das sau unangenehm, weil ich gedacht habe, ich bin doch mit meiner Tochter da. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin mit der Kleine in so einem kleinen Pool. Ne? Da hat so ein bisschen Whirlpool und haben die Leute zum Glück so. Da denke ich, ich bin jetzt Papa. Ja? Also lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich will nicht hier. Ich stehe ja nicht so im Schwimmbad. Ja? Ich bin jetzt aber mal Papa. Lasst mich also bitte gehen. Kümmere dich um euch. Okay. Ne? Ich will das nicht. Matthias, gibt es Übertraining?
Jein. Also ich für meinen Teil finde, dass das Thema Übertraining überbewertet ist. Mittlerweile sind ja alle auf dem Trip und wollen einen Rest-Day machen und eine Deload-Week und lauter so ein Honk-Mist, wo ich mir denke, Alter, boah, warum habe ich das früher nicht gemacht? Vielleicht wäre ich dann besser geworden. Ich denke, Übertraining wird komplett überbewertet. Was den Menschen viel mehr stresst, das ist dieser alltägliche Stress. Hm. Ja, dieses, wir haben ja mittlerweile viele, die durch ihren Alltag, durch ihr Berufsleben gestresst sind. Die 1-2 Stunden Training am Tag, die stressen den Körper nicht. Das wird immer komplett überbewertet. Stressabbau sogar. Hm? Naja. Das ist eher Stressabbau. Es fühlt sich ja jeder besser am Training, also ausnahmslos. Ja. Wir reden ja immer von diesem Burnout. Das ist ein Erschöpfungssyndrom. Und das haben ja witzigerweise immer die Menschen, die gar nicht viel trainieren. Naja. Hm? Deswegen, ich halte diesen mentalen, psychischen Stress, den die Menschen haben durch ihren Job, durch Beruf, durch vielleicht auch Social-Media-Stress, den sie machen, wesentlich schlimmer als die 2-3 Stunden Training. Und man müsste schon dem Körper sehr, sehr viel zumuten, dass es zu einem Übertraining kommt. Mhm. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Natürlich muss es alles im Rahmen bleiben, aber schaut man sich heute Top-Sportler an oder wenn ich überlege, wie viel Training ich früher gemacht habe, das kann man gut verkraften, wenn das irgendwie in Balance ist. Hat schon seinen Grund gehabt, warum Arnold Schwarzenegger früher 2-mal am Tag trainieren konnte, ansonsten aber bekifft am Strand gelegen hat. Es muss halt alles in Balance bleiben und dann kann man auch sehr viel trainieren. Weil er ein guter Dealer hat er wahrscheinlich. Und am Ende des Tages. War nur legal damals, oder? Ich weiß gar nicht, so seine Zeit. Ja. Am Ende des Tages muss man natürlich auf seinen Körper hören. Aber wenn es mir gut ging, habe ich auch 7 Tage am Stück trainiert. Ich glaube, Markus war es ähnlich. Ich habe immer gesagt, warum Pause? Solange du gesund bist, dich gut fühlst und mental stark bist, dann trainier doch. Aber das Witzige ist, ich kenne ja deine Meinung von damals, ich weiß auch, dass du, das Witzige ist, dass das bei mir genau andersrum war. So ist das bei jedem Körper anders. Ja. Ich war ziemlich oft im Übertraining. Ja. Dass ich wirklich mal eine komplette Woche raus musste, mein Körper aufgeblüht ist, ich weiter gefressen habe, also so wie vorher, nur dem Körper. Aber der Unterschied ist doch, Heiko. Wir haben eben auch dementsprechend trainiert. Heiko, der Unterschied ist aber auch, was tust du dir selber eingestehen? Das ist ja wieder Mentalität. Es ist auch manchmal eine mentale Stärke zu sagen, ich mache jetzt mal 3 Tage nichts. Ja. Das war ja das größte Problem bei uns. Eben. Diese Pause zu machen, diese Zwangspause. Siehst du? Und da ist ja das Problem schon wieder angesetzt. Ist es jetzt für den Körper oder für den Geist die Pause? Manchmal ist es nicht für den Körper, sondern für den Geist. Ja, ich hatte dann meistens die körperlichen Symptome gehabt. Blähbauch, Schlafstörung, Abgeschlagenheit beim Training, so manchmal so ein bisschen. Da gibt es ja so 2-3 typische Symptome, die darauf hindeuten, dass du gerade da reingehst. Absolut. Keine Frage. Aber wie du gesagt hast, dann macht man natürlich auch eine Pause, Tage, klar. Aber jetzt hatte Matze was Gutes gesagt mit Pause. Mein Tagesablauf war schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Glück gehabt einfach. Ich habe Gott sei Dank auch die Unterstützung von Sponsoren gehabt, dass ich dieses Profi-Bodybuilding-Leben von 97 bis 2010 komplett abarbeiten konnte. Bei mir gab es keinen mentalen Stress. Bei mir war es ähnlich. Ich musste auch nicht arbeiten. Also ich konnte mich auch auf mein Training fokussieren. Und das ist natürlich ganz andere Voraussetzung, als ob du noch einen 8-Stunden-Job hast. Oder auf jeden Fall, genau. Genau, das sind halt all die Dinge, die man mit einbeziehen muss. Ne? Und da kommen wir dann wieder auf das, was du gesagt hast, diese Burnout-Syndrome, das ist dann irgendwann alles zu viel. Das ist noch Stress. Noch 2 Stunden mit einzutakten eben in den Tagesablauf, plus An- und Abfahrt. Ja, und dann vielleicht noch Familie. Ja, jetzt musst du auch überlegen. Ja. Ich habe ganz viele bei mir, die sagen, ich habe noch ein Kind. Das heißt, ich komme von der Arbeit, dann kommt erst mal das Kind, dann esse ich was, dann kommt noch mal Kind. Um 8 gehe ich dann in mein Studio. Ja klar, Alter, da, um 8 Uhr abends, da wäre ich fix und fertig. Ja, und deswegen mache ich das auch ganz viel in meinen Coachings, dass ich den Leuten wirklich sage, gönnt euch diesen Tag. Absolut. Wo ihr euch um die Familie kümmert und. Muss, da baue ich das dann definitiv ein und da befehle ich denen das ja praktisch. Aber für uns jetzt, das war jetzt immer so 2 Herzen, für mich als Profi damals oder für euch, eben. Und da kommen wir direkt, wer von euch konnte am besten posen? Na, ich natürlich. Ja, ich konnte, außer Frage. Also ich konnte 0 posen, da bin ich jetzt raus. Ich konnte nicht posen. Konnte ich nicht. Ich glaube, der Matil und sein Nilpferd. Der Einzige, der hier posen konnte, war ich. Ja. Ihr beiden also da muss ich jetzt mal sagen, er konnte 4 posen und er konnte 3 posen. Aber Karate-Kata ist doch kein Posing.
Er konnte es aber zumindest gut rüberbringen, als ob. Ich meine, also das, er konnte sich zumindest auf diese Musik. Und da muss ich sagen, da hatte ich erstmal Gänsehaut, wo ich das gesehen habe. Kann man das irgendwo sehen? Ich würde den Trailer gerne mal spielen. Oh, ich muss, ne. muss mal gucken, ob ich was habe. Ne, da steht Jim Fails. Da ist er drin. Da ist er drin, der Behinderte. So nee, wirklich ohne Scheiß. Habe ich live gesehen. Hut ab, war super. Ich habe es auch gesehen. Ja. Was konntest du dir konkret beim Rühl abgucken? Bei Markus kann ich euch genau sagen, wir haben wirklich unser Ding, jeder sein Ding für sich gemacht. Da hat sich keiner was vom anderen abgeguckt, weil das, was er macht, muss bei mir nicht funktionieren. Eben, ja. Man merkt ja denn aus der Trainingserfahrung raus, was bei ihm funktioniert und nicht. Und wir haben uns da, Markus hat sich zwar ganz viel bei mir abgeguckt, aber ich mir bei ihm gar nichts fast. So, wer konnte mehr fressen? Wie viel hast du so gegessen? Boah, ich bin nicht annähernd an das rangekommen. Ich habe Markus Rühl, als ich ihn kennengelernt habe, das war das zweite Mal, wo ich Markus Rühl getroffen habe, da habe ich bei einer deutschen Meisterschaft ihm gegenüber gesessen und habe dem den ganzen Abend beim Fressen zugeguckt. Da war ich schon Stunden vorher fertig und da habe ich da gesessen und habe gedacht, wie kann ein Mensch so viel essen? Und da habe ich auch zum ersten Mal kennengelernt oder in Erfahrung gebracht, was es heißt, du musst deine Kohlenhydrate mischen. Also du musst verschiedene Kohlenhydrate essen. Der hat nämlich wirklich den Kartoffelbrei, den Reis und die Nudeln ineinander gemischt und hat das gefressen. Ja. Also Portionen, das wo ich gedacht habe, das habe ich auch gehört. Also da wäre ich nie dran gekommen. Aber das also, war wirklich einfach nur Nahrung aufnehmen. Das hat nichts mit Schmecken zu tun. Und ja, so bin ich. Aber also ich konnte gut essen. Ich war jetzt aber auch nicht der beste Esser. Also konnte ich auch nicht. Wisst ihr, wer viel essen konnte? Hm? Der Art Atwood. Ja. Und hat einen flachen Bauch gehabt. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich wollte Lee konnte fressen wie eine Sau. Ja. Und Lou Ferrigno war. Lou Ferrigno, das wusste ich nicht. So ein ganzes Buffet, da wo für mehrere Leute, das hat der alleine. Der Martin Kjellström, der kann auch so viel fressen. Ja. Ich habe mal mit dem gesprochen, weil ich dachte, die Leute verarschen mich alle. Aber der hat jeden Tag 1000 Gramm Eiweiß gegessen. Allein nur an Eiweiß. Und das war auch einer so, der in die Tausende von Kalorien gegessen hat. Wenn ich 4000 oder 4500 Kalorien gegessen habe, sauber, dann war ich schon satt. Das ist immer die Frage, ne? Ist es sinnvoll für den Magen oder ist es Belastung? Keine Ahnung. Also ich habe immer gegessen, das, was auf meinem Plan stand. Und wenn ich das geschafft habe, war ich eigentlich auch gesättigt. Aber ich habe eine Diät und das wird er genauso gespürt haben. Ich habe immer so mal 800 Gramm, 850 Gramm Reis gegessen und bestimmt mal 1,5 Kilo Fleisch und mal 4 bis 5 Shakes. Ich habe abends um 9 da gehockt und habe gedacht, ich sterbe bald vor Hunger. Also ich habe geweint vor Hunger, ohne Scheiß. Ich hatte so einen Hunger, dass ich gedacht habe, ich raste aus, ich halte das nicht aus vor Hunger. Habe aber dann, klar. Ne? Und auf Season? Da ist mir eher schwer gefallen, weil da halt viel Blödsinn dazu kam. Ne? Reis mit. Ich hab versucht, auf Season so zu essen, dass ich permanent irgendwas esse, egal was, immer irgendwas. Und ich war auch nicht, du hast ja keinen Hunger, denn du frisst ja. Eben. Hauptsache, es kommt nicht mehr raus, so rum habe ich gerechnet. Ich fresse so lange, bis ich kurz vom Kotzen bin. Wenn es wieder geht, fresse ich weiter. So habe ich Off-Season gefressen und in der Diät habe ich es dann gesplittet, Kohlenhydrate und Eiweiß getrennt. Dann habe ich so alle 45 Minuten versucht zu essen, also wirklich zu takten, so dass ich auf meine 15 Mahlzeiten circa komme. Das war bei mir ganz lustig. Ich bin vom Training, vom ersten Training heimgekommen, dann habe ich gegessen 250 Gramm Reis, erste Reis, ein Glas Sprudelwasser, runter, gerülpst, drin, mein Fleisch, das waren 350 Gramm Fleisch und immer so 3 Eier drüber. Das gegessen, ein Glas Sprudelwasser, gerülpst, mich hingelegt, geschlafen. Und das habe ich dann immer wieder nachgemacht. Immer wieder. Aber ich habe komischerweise auch immer Reis, also Kohlenhydrate und Eiweiß getrennt voneinander. Ich habe es ganz selten ineinander vermischt. Ja, das ging. Außer ich war unterwegs, dann habe ich es vermischt, aber ansonsten habe ich mein Reis und mein Fleisch. Weil ich. Ich habe Reis geliebt, den Geschmack von trockenem Reis habe ich geliebt und Fleisch habe ich gehasst. Ich hasse Fleisch. Ich will es am liebsten gar nicht fressen. Außer mit schöne Soße. Und verkauft T-Shirts, wo draufsteht, nur Fleisch macht Fleisch. Ja, ja. Ich mag Fleisch mit Soße. Aber Fleisch alleine. Ja. Und ich konnte irgendwann den Geruch nicht mehr ertragen. Wenn du jeden Tag so das viel Fleisch isst, jedem so. Dann habe ich allein von dem Bratgeruch ist mir schlecht geworden. Deswegen bin ich immer wieder auf Fisch. Deswegen habe ich es gegrillt immer. Ja. Bei diesem Bratscheiß. Eben. Sobald da dieses Fettöl dran ist. Stell dir mal vor, eine Entladung. Ich habe eine Entladung gegessen, 2,8 Kilo Fleisch am Tag. Das war mein Entladetag. Und dann habe ich noch 3 Shakes und eine Salatgurke, aber ein bisschen fürs Geschmack und ein paar Tomate. Und sobald ich damals mein Fleisch in die Panne habe und es hat angefangen zu braten, da habe ich, mir ist es kotzen gekommen. Du hast dann irgendwann ein Gefühl, ich habe auch so 2 Kilo Hühnchen am Tag gegessen, ich hatte das Gefühl, ich schmecke die Federn. Ja. Also irgendwann wird es dann kriminell. Eben, das ist krank. Ich noch einen drauf und ich dachte, ich habe Flügel. Ja. Nee.
Nächste Frage. Solltet also, ihr aber nicht nachmachen, weil es ist nicht gesund, nein, um Gottes Fleisch Wille, zu essen. Um Gottes Willen, Wille, ne? Das ist einer meint. Habt ihr Baden ausschließlich mit wenig Wiederholung trainiert oder auch 12 aufwärts? Also ich rede jetzt mal kurz für mich. Ich habe Waden angefangen mit 30, 50 Wiederholungen, die Warmmachsätze, und bin dann bis 5 Wiederholungen utopisch schwer gegangen. Mhm. So, und so habe ich eigentlich mein ganzes Training gestaltet. Also ich habe da bei Waden jetzt keine großen Unterschiede gemacht. Ich wusste nur, ein Muskel, der den ganzen Tag belastet wird und nicht wirklich kommt, schwer trainieren, viel trainieren, wie alles andere auch. Mhm. Und Waden werden ja leider immer stiefmütterlich behandelt oder am Ende von Training hat man keine Lust. Deswegen habe ich sie meistens als Aufwärmprogramm mit reingenommen vor dem Training. Da hatte ich es dann schon hinter mir und so habe ich es gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Ja, ähnlich. Ich habe es halt nur separat morgens trainiert. Ich habe 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Samstag, habe ich Waden gemacht. Auch so wie du, angefangen mit leicht, viele Wiederholungen und dann halt auch schwer. Also ich habe nicht das Gewicht geschafft. Und du hast, ich habe meistens diese Beinpresse und habe 500 Kilo und dann gib ihm, was ging. Bis sie verkrampft haben, dann bin ich wieder runter in die Dehnung und wieder gehalten, bis sie verkrampft haben. Und das war mal Wadentraining. Ich habe da jetzt kein super Ding draus gemacht. Schwer halt. Okay, einfach machen. Ah ja, du, wie du und schon du sagst. Du weißt ja nicht, was hilft. Ja, die Logik ist. Waden ist halt so. Genau, ich habe zugegebenerweise sehr wenig Waden trainiert, fast überhaupt nicht. Und da habe ich mal schon viel gemacht. Ich habe viel Waden. Nee, ich habe wenig gemacht. Viel Waden ganz und viel wenig. Nacken habe ich trainiert. Und das halt auch immer exzessiv. Also schon meine 20 weder Nacken Sätze. Noch Waden noch Unterarme. Trapez trainiert. Oder Nacken? Waden. Waden. Nee, Nacken. Ein Trapez, ja. Trapez. Habe ich auch viel mit Trucks gemacht. Ja. Also wirklich viel mit Trucks gearbeitet. Ja. Der hat den auch wirklich hochgebracht bei mir. Ja, ja. Also dass ich auch dieses Schöpfen, alle möglichen. Ich habe Schultertraining dann meistens mit richtig schweren Trucks angefangen, weil da konnte ich mich kaum verletzen. Ja. Die Schulter war vorgewärmt und dann bin ich ins Seitheben gegangen. Da wissen wir alle legendär. Ja. Markus weiß sicherlich auch, wie mit 50 Kilo Kurzhanteln Seitheben gemacht wird, genau wie ich. Also das sind jetzt keine utopischen Sachen. Ja. Und die haben halt einfach hochgeschmissen. Weiß nicht, wie schwer konntest du trainieren? Ja, schon 52,5 habe ich Seitheben gemacht. Also Seitheben? Ja, das ist halt... Das ging. Die das waren, ging, ja. Das war kein Bilderbuch seitdem mehr. Nein, aber davon sind Schultern gewachsen, definitiv. Ja. Und so haben wir. Also mit 30 Kilo, weiß ich, habe ich immer so 12 bis 15 Wiederholungen gemacht. Und dann bin ich immer auf so 37,5, 42,5 und 52,5 habe ich es probiert. Das war dann noch so 3-4, wo ich gut geschafft habe. Hätte ich im Leben nicht geschafft. Da war ich gut. Rudern seitdem vorgebeugt war, stark für die Hintere halt, ne? Das war dann immer so extrem, dass ich mein T-Shirt nicht mehr ausziehen konnte, weil das hinten gehonkt hat, das weiß ich noch. Da hat dann immer einer krumm müssen und hat mir es über die hintere Schulter gehoben, das T-Shirt ausziehen. Ich konnte es nicht. Ja, war scheiße gewesen. Ja. Da war sowieso jede Bewegung. War aber das sah alles komisch aus. Aber Schwachs war wichtig. Also ich habe auch mit 90 Kilo Kurzhandel, habe ich es immer schön trainiert. Ja, ich habe Langhandeln gerne genommen. Ja. Und dann bin ich auch richtig schwer bis knapp 300 Kilo gegangen. Ja, ging. Ja. Also ging schon einiges. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, bei uns durch den Falco, ne, damals. Ja, ne? Haben wir uns kennengelernt. Und dich habe ich ja schon ewig gekannt. Also nicht jetzt so, aber vom Namen halt her. Ja, Matthias hat laienhaft gesagt, der Sport verbindet halt. Ja. Und hat dann irgendwann mal Kontakt, unterhält sich und wie kommt der ineinander vorbei? Ich habe halt nur damals echt gedacht, wo ich dich gesehen habe, lieber Mann. Ja, ich hab damals, hatte ich vorhin schon gesagt, auf deinem Video, Ist egal. Auf irgendeinem Video habe ich gesagt, ich habe Matthias kennengelernt durch Zeitschriften, wo er noch bei einem anderen Sponsor unter Vertrag war. Da habe ich so ein bisschen verfolgt, weil da habe ich geguckt, was so nachkommt im Sport, so nach uns. Ja. Und dann habe ich gesehen, Amateur, großkräftig, Jahr für Jahr besser. Ja. Und dann, bis dann der Knall kam halt mit seiner überragenden Platzierung bei der Arnold Classics, wo er die gewonnen hat, bei der Amateur. Und so hatte ich Matthias auf dem Schirm gehabt, durch diverse Events. Man hat sich dann so gegrüßt und tralala. Und eigentlich so die letzten Jahre ist das erst so besser, intensiver geworden. So, wenn man aber das macht ja auch jederzeit Ding als Profi, du nimmst den wahr, ne? Wir auch, Maschine. Aber das war dann eher so, das ist halt ein Arbeitskolleg, der probiert auch hochzukommen. Und wenn er hochversucht zu kommen, dann ist es natürlich auch ein Gegner für dich. Weil der nimmt natürlich auch ein Stück von deiner Ressource wegzunehmen. Und es ging ja dann auch, bin ich ganz ehrlich, es ging um Gastauftritte, es ging um Sponsor, es ging um Reputation in deinem Land, ne? Also war das natürlich auch, genau wie der Heiko, ein Konkurrent, aber mir ist halt anständig mit mir umgegangen.
Du warst halt auch Konkurrent. Du warst in New York und warst ein Konkurrent für mich. Ich habe gedacht, okay, den musst du besiegen. Egal, was kommt. Und da sind wir da mal ganz ehrlich. Ich meine, letztendlich waren wir Kollegen, aber wir waren natürlich auch Konkurrenten. Das ist ja so. Und da darf man natürlich auch ein Konkurrenzdenken haben, aber auf einer fairen Basis. Also ja. Ich kann jetzt sagen, ja, wir waren immer die besten Freunde beim Wettkampf. Nee, das waren Konkurrenten, fertig. Ja. Ja. Und das ja, ist da, ja auch... Da ging es um Geld, um unsere Existenz. Ah, ja. Deswegen sind wir Profi geworden. Ah, ja. Und Markus hat keinen Bock, dass ihm jemand anderes einen Check wegnimmt. Und umgedreht genau. Ja, ist doch klar. Ja. Du bist doch noch zu Jörg geflogen, weil du sagst, okay, dem Rühl verhauscht der Arsch heute. Ja. Und ich habe gesagt, okay, der Kalber kann mich am Arsch lecken. Ja, der sieht mich von hinten. Ja. Und so, bums, fertig. Mehr aber gab's das hat nicht. Sich dann so ein bisschen gelegt, wie gesagt. Ah, ja. So eine kleine Sachen, wie wo du dann dein Video gedreht hast, da bei Rom, weiß ich noch. Ja. Weiß ich noch, da habe ich gelegen, Backstage. Dann kamst du mit der Kamera kurz, mit dem Kameramann. Hier, der Kalber, der alte Schlitzpässer liegt da oben. Ja, ja. Den Spruch habe ich mir gemerkt, absolut. Ja. Ja. Und dann, oder wie gesagt, Mensch, Heiko, hast du mal, ich habe keinen Reis mehr mit. Ja. Weißt du, man hat trotzdem was irgendwo, also für mich war es trotzdem irgendwo herzlich. Klar warst du mehr in Konkurrenz. Ich wusste auch, du bist mit Sicherheit wieder vor mir. Aber das, der Sport verbindet dann irgendwie. Ah ja, natürlich. Ah ja. Du, allein weil wir in den USA waren, wir waren beide Deutsche. Ja. Allein das war ja schon eine Verbundenheit irgendwo. Ja, ja. Wo du sagst, okay, mir ist zumindest, ne? Und die anderen haben waren bestimmt nicht glücklich drüber, dass gleich zwei so eine Fleischklopse rüberkommen. Ganz bestimmt nicht. Ne? Also die haben immer gesagt zu mir, Heiko Kalbach, you got very good air in Germany. Ja? Weil das halt auch so eine Maschine war. Ja? Ja. Ja. So, wirken sich Namen auf der Bühne besonders negativ aus, auf die Bewertung aus? Ich sag mal, ja. Ja. Rücken, wenn der zu ist, das Problem hatte ich ja gehabt von meiner Akne. Ja. Da erstmal wird die Haut nicht richtig dünn zum Anfang, die ersten Jahre. Da muss man dann Diät für Diät gucken, dass man das hinkriegt. Dann mit Säurepeelings habe ich versucht. Ich habe viel getan, dass ich das so ein bisschen in den Griff bekomme, das Problem. Und ja, also ich sage mal ja. Naja, völlig ist es nett. Fall, ja. Ja. Oder wenn du jetzt hier so einen Säbelschlitz quer über den Oberkörper hast. Naja, klar, so scheiße. Normal. Ja. Scheiße. So. Wird Rami aus eurer Sicht den Titel als Mr. Olympia verteidigen können? Ja, hoffentlich. Ja, eine schöne Bodybuilding-Frage. Also ich bin Big Rami-Fan. Ich finde ihn toll. Mir gefällt er sehr gut. Ich habe mich auch gefreut, als er den Titel gewonnen hat. Die Entwicklung, ne? Wahnsinn. Die Entwicklung kenne ich sehr gut. Ich habe ihn 2011 in Kuwait kennengelernt. Da bin ich schon mit ihm konfrontiert worden und war dann bei vielen Wettkämpfen mit ihm zusammen. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ja. Ich komme sehr gut mit ihm aus. Er ist ein sehr freundlicher Typ. Guter Mensch, ja. Ich mag ihn. Ich finde, er ist ein toller Champion. Natürlich hat er alle Karten, das Ding wieder zu gewinnen. Ich meine, das ist ja auch so ein Typ, der uns gefällt, der halt massiv ist, der Muskeln mitbringt. Und wenn der in Form ist, dann ist er natürlich. Ja, ist halt jetzt der Mann, den man schlagen muss. Ja. Mega gefährlich, wollte ich gerade sagen. Ja. Muss jetzt einer kommen, der das Paket schlägt. Es ist ihm nur zu wünschen, dass sein Körper weiterhin mitspielt, weil als schwerer Athlet, weißt du, wie es ist. Das ist natürlich auch innerhalb von 2 Jahren auf einmal vorbei. Und du weißt nicht, warum. Das wäre ja, ich hoffe, dass er noch 2-3 Jahren dieses Paket bringt. Dann ist er für mich nicht zu schlagen eigentlich. Hier aber noch mal ganz kurz, wer war der Dickere von euch? Also von uns dreien definitiv Markus. Brauchen wir nicht drüber reden. Das stimmt. Dann kam ich und dann kam Matthias. Ich war ja nie dick. Muss ja auch mich auch mal ein bisschen hervorheben. War immer der athletische Typ. Du warst der Ästhet und wir waren die fetten Säure. Genau. Ja, du warst schon hübscher wie wir, das stimmt, ja. Also brutale Linie eigentlich gehabt, ne? Ja, ja. So gerade die Bauchmuskeln, habe ich letztes Mal ein Bild gesehen von dir, wo du, das war schon gut. Wie seid ihr mit Rückschlägen im Sport umgegangen? Gab es keine? Und wenn, dann kann man nur jedem Athleten mit auf den Weg geben. Das gehört halt dazu. Ja. Wenn, sobald du von der Bühne gehst und die Platzierung bekannt gegeben wurde, ist der Drops gelutscht. Oh, ja. Da kannst du direkt nur nach vorne gucken auf den nächsten Wettkampf. Eben. Da brauchst du nicht rum... und wieso, und ich war doch da viel besser, dann ist es vorbei, die Entscheidung ist gefallen, aus die Maus, das müsst ihr an eure Köpfe kriegen. Aber das ist doch Sport, das gehört doch dazu. Ich glaube, Rückschläge und Niederlagen gehören dazu. Ich glaube, jeder, gerade speziell der Markus, kann da ein Lied drüber singen, weil er viele harte Niederlagen hatte, wo er sich besser hat gesehen. Ja. Aber man muss sich immer bewusst sein. Aber nur eher, ne? Natürlich. Man muss sich immer bewusst, das heißt ja Wettkampf. Da ist das Wort Kampf drin. Und wer nicht bereit ist, zu kämpfen, wer das nicht ab kann, dass er verlieren kann, die meisten heulen ja schon rum, wenn sie 2. Platz machen. Das ist ja alles Muschis. Ne? Und Leute, gewinnen kann jeder. Gewinnen ist eine ganz einfache Sache. Aber verlieren,
wieder zurückgehen in seinen scheiß Keller, die Hanteln in die Hand nehmen, wieder Diät zu machen, wieder Masse aufzubauen, wieder zurückzukommen. Das sind richtige Athleten, das sind richtige Wettkämpfer. Ansonsten, wenn ihr immer gewinnt, habt euch zu leichte Gegner ausgesucht. Ja. Dann geht auf irgendwelche Puller-Wettkämpfe oder ihr wollt euch halt wirklich mit den Besten messen. Und das und ist das Problem, kämpfen. Was ich manchmal heute so sehe bei den Profis. Da machen sie damit, da machen sie damit. Geh doch mal auf die Wettkämpfe. Geh doch mal nach New York. Fahr doch zu Arnold Classics. Stell dich doch den Besten, damit du weißt, wo du stehst. Aber als Angst aus, haben. Ja, die suchen sich aus, rechnen sich vorher aus, ihre Chancen. Ja. Dann weiß ich ja selber, dass ich nicht gut bin. Wenn ich gut bin, brauche ich nicht auf die Bühne gehen. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein Kampf, ein Wettkampf. Ja. Und da muss ich auch bereit sein, auf der Bühne zu kämpfen und kann mich dann nicht zwischendurch verpissen oder keine Ahnung was oder schmollen oder ach, ich sehe ja sowieso kein Land mehr. Es wird bis zum Ende gekämpft, aus die Maus, wenn man schon da steht. Das ist man dem Sport schuldig, den Veranstaltern, den Fans, allen. Man steht ja nicht nur für sich da. Ja. Im Übrigen ist es auch nie eine Schande zu verlieren gegen jemanden, der einfach besser ist. Ja, es ist doch keine Schande, auf der Mr. Olympia-Bühne zu stehen und 8., 9. Platz zu machen, weil man gegen Leute verloren hat, die besser sind. Solange du alles gegeben halt hast, sehen, was du drauf hast. Du warst der 8. Beste auf diesem Planeten. Genau, solange du alles gegeben hast, hast du den Arsch aufgerissen. Ganz wichtiger Satz, du musst wissen für dich, dass du das Beste gegeben hast den Tag. Das ist wichtig. Und dann kann es auch ein Riesenerfolg sein, wenn du auf einer Landesmeisterschaft einen 4. oder einen 3. Platz machst oder bei irgendeinem anderen Wettkampf. Ja. Hauptsache, du für dich hast alles gegeben, 100%. Ja. Und wenn der andere besser ist als du, dann ist es überhaupt keine Schande zu verlieren. Mittlerweile bin ich stolz drauf, dass ich ja gegen Top-Bodybuilder wie einen Dennis Wolf oder so verloren habe. Okay. Und ich prahle ja praktisch damit, ey, ich habe mit dem auf der Bühne gestanden. Ja. Genauso wie ihr das auch macht. Ich weiß jedes Mal, wenn ich mit Markus in den USA war, mit welchen Leuten er auf der Bühne gestanden hat und wie respektvoll der Umgang untereinander ist. Ja. In einem sportlich fairen Wettkampf zu verlieren, ist überhaupt kein Problem. Aber Leute, reißt euch gefälligst den Arsch auf und gebt 100% und hört auf rumzuheulen, wenn es dann vielleicht nur ein 2. oder 3. Platz ist. Trotzdem tolle Platz. Ja. Okay. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.